Auch im Dauner Maria-Hilf-Krankenhaus herrscht dieser Tage gespannte Ruhe. Allgegenwärtiges Thema: die Bewältigung einer möglichen Welle an Patienten, ausgelöst durch das Coronavirus. OP-Pläne werden reduziert, das Personal hauptsächlich auf die erwartet hohe Anzahl von Corona-Kranken abgestellt, so der ärztliche Direktor und Chefarzt Dr. Sebastian Fürderer. Es sind alle in Alarmbereitschaft. Wir haben entsprechend die Dienstpläne etwas umgestaltet. Wir schicken jetzt schon Mitarbeiter, die nicht dringend benötigt werden, ins Frei, in den Überstundenabbau, um dann für den Fall gerüstet zu sein, falls das eigentliche Problem der Intensivkapazität dann auftreten würde. Ohne dringenden Grund kommt man nicht mehr ins Krankenhaus hinein. Ausnahmen, Notfälle oder Menschen, für die eine Röntgenaufnahme dringend benötigt wird. Nur wer dort gemeldet ist oder mit einer direkten Einweisung, wenn es ein Notfall ist, der wird ins Krankenhaus gelassen und wird dann entsprechend in die Bereiche weitergeleitet, wo er hingehört. In Zeiten von Corona eine absolut notwendige Vorsichtsmaßnahme. Vom Haupteingang wird man umgeleitet zu diesem Zelt. Und von da aus geht eine Sicherheitsprozedur los, bei der die Menschen, die doch noch rein müssen, scheinbar sehr gut mitmachen. Wir sind auch sehr überrascht, die Menschen zeigen sich sehr verständnisvoll. Und da muss man auch einfach mal Dank sagen an die Leute da draußen, denn das erleichtert unsere Arbeit natürlich auch ungemein. Auch die räumlichen und technischen Kapazitäten im Dauner Krankenhaus wurden in den letzten Tagen explizit auf mögliche Corona-Patienten angepasst. Wenn wir unseren OP stilllegen würden und würden diese Beatmungsgeräte noch mitverwenden, dann hätten wir bis zu 20 Patienten, die beatmet werden könnten, zumindest kurzfristig. Aber das ist natürlich auch immer Frage des Personals. Wie lange wir das dann stemmen könnten, ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob wir da noch einen eigenen Krankenstand haben. Sie wissen, Diskussion derzeit ist natürlich auch das medizinische Personal. Wir werden von der Corona-Problematik nicht verschont werden, sondern ganz im Gegenteil wahrscheinlich diejenigen sein, die es in der Häufigkeit am stärksten betrifft. Das müssen wir dann mal sehen. Und nicht zuletzt, so Geschäftsführer Franz Josef Jax, ist man dank des fertiggestellten Anbaus jetzt noch besser gerüstet, die anstehende Herausforderung zu meistern. Wir haben hochmoderne Technik, modernste Technik, sowohl apparativ als natürlich auch räumlich. Und wenn es jetzt heißt, dass man Patienten isolieren muss nach ganz strengen Kriterien, haben wir dort auf der neuen Intensivstation 3 Einzelkabinen, wovon 2 sogar mit Unterdruck ausgestattet sind, das heißt mit Schleusenfunktion und, dass ein Höchstmaß an Ansteckungsverhinderung umgesetzt werden kann. Das Dauner Krankenhaus ist also gewappnet für einen Ernstfall hier bei uns, der hoffentlich nie eintritt.